Eintracht Frankfurt ist derzeit die vermutlich heißeste Mannschaft der Bundesliga. Keine Mannschaft steckt so überraschend im Kampf um die Champions League wie die Adler aus der Mainmetropole. Und das Ding ist, das stimmt nicht mal nur für die Bundesliga. Wenn man auf ganz Europa schaut, auf die großen 5 Ligen und auf die aktuelle Formtabelle, sprich wie gut waren die Mannschaften in den letzten 10 Pflichtspielen, dann liest sich das wie folgt. Auf der 1 Manchester City mit 9 Siegen, einem Unentschieden, 28 Punkte. Auf 2 Paris Saint-Germain, 8 Siege, 2 Unentschieden, 26 Punkte. Und auf Platz 3 Eintracht Frankfurt, 8 Siege, 1 Unentschieden, 1 Niederlage, 25 Punkte. Und wegen des besseren Torverhältnisses sogar vor Borussia Dortmund, die auch 25 Punkte geholt haben. Ja? Besseres Torverhältnis oder wie Uli Hoeneß sagt, interessiert mich nicht. Was ist also passiert, seitdem wir und ich die Eintracht so gesehen haben? Vermutlich Eintracht Frankfurt. Ich glaube, nach der Euphorie des Pokalsiegs werden und vielleicht sogar der bisschen Husarenritt nach Europa, wird die Liga ein bisschen vernachlässigt und dann wird so ein bisschen das Köln-Syndrom einsetzen. Früh in die Abstiegszone und dann nicht mehr rauskommen, Trainer weg und so weiter und so fort. Ich fürchte Eintracht Frankfurt. Ja. Also, ich glaube, dass bei Eintracht Frankfurt viele das Gefühl haben inzwischen, nur weil der Pokal gewonnen ist. Ich selber hatte auch das Gefühl, man ist jetzt irgendwie eine Top-Mannschaft in Deutschland. Vorbereitung zeigt das Gegenteil, relativ eindrucksvoll, ist nicht der Fall. Deswegen glaube ich, Frankfurt endet irgendwo so auf dem 12. Platz. Und es wird bei vielen als Enttäuschung angesehen werden. Und noch ein Tipp, Gladbach. Ich glaube, Dieter Hecking wird die Saison nicht überleben und ich glaube, die werden auch im zweistelligen Bereich finishen. Wow, das war ernüchternd. Also habe ich jetzt gerade die Eintracht und Gladbach zweistellig geredet und jetzt gerade stehen beide vor Bayern, ja? Okay, ich verstehe jeden von euch, der jetzt nicht mehr weiter gucken will. Für alle anderen machen wir weiter. Als wir diese Prognose aufgenommen haben, war die Eintracht gerade 5:0 vor den Bayern im Supercup vermöbelt worden. Und in der ersten Pokalrunde hatte man 1:2 in Ulm verloren. Ja? Man könnte also sagen, die Eintracht-Aktien waren zu diesem Zeitpunkt günstig. Oder auf gut Deutsch, die Eintracht sah so richtig, richtig scheiße aus. Die Mannschaft war nicht in der Lage, Adi Hütters System adäquat umzusetzen. Zu tief war der Niko Kovac-Fußball in den Köpfen verankert, der auf hinten vorsichtigen, abwartenden Fußball vertraute und vorne auf den lieben Gott. A.k.a. Ante Rebic, Sebastian Haller, Luka Jovic. Doch in den letzten Wochen passierte genau das. Das System Adi Hütter fing an zu greifen. Kovac forderte von seinem Team damals Manndeckung und einen ruhigen Spielaufbau aus einer Dreierkette. Hütter hingegen präferiert aggressives Pressing aus einer Raumdeckung. Die Dreierkette schafft er ab, stattdessen verteidigte Frankfurt zu Saisonbeginn in einem 4-4-2. Bei Ballbesitz sollte die Eintracht aber wiederum direkt und vertikal nach vorne spielen. Ganz, ganz schneller Fußball. Und das funktionierte nicht. Das Ergebnis? Die Eintracht hatte in den ersten Saisonwochen absolut kein funktionierendes Konzept. Doch Adi Hütter ist ein cleverer Trainer. Und das bewies er in den folgenden Wochen. Unter Niko Kovac war die Eintracht eine der besten Defensiven der Liga. Unter Adi Hütter extrem löchrig. Also ging er zurück und ließ wieder die Fünferkette spielen und weniger hoch pressen. Und das Ergebnis? Innerhalb von wenigen Wochen entwickelt sich die Eintracht zu einer der am schwierigsten bespielenden Mannschaften in der ganzen Bundesliga. Und seit der endgültigen Umstellung des Systems gegen Hannover kassierte die Eintracht 4 Tore. In den 4 Spielen davor 9. Angeführt von Makoto Hasebe marschierte diese Eintracht-Mannschaft auch durch die Gruppenphase der Euroleague. Aber wie sagt man so schön, eine gute Defensive macht noch keinen Frühling. Oder so ähnlich. Und das stimmt, die macht nämlich nur Pokalsieger. Aber entscheidend war eben, dass Adi Hütter diesen Schritt zurückging und die gute Eintracht-Defensive von Niko Kovac nahm und sich nur sagte, alles klar, nehmen wir das, was funktioniert und addieren eine gute Offensive. Gute Defensive, gute Offensive, das Ergebnis ist eigentlich ein Top-Team, oder? Ja. Aber genauso einfach, wie ich es gerade gesagt habe, genauso schwer ist es umzusetzen. Aber Adi Hütter hat es geschafft. Und nicht irgendwie, er hat eine der effektivsten Offensiven der Bundesliga zusammengebastelt. Guckt man auf die totalen Zahlen, hat die Eintracht die drittwenigsten Torschüsse der Liga. Nur Nürnberg und Berlin haben weniger. Doch was die Chancenverwertung betrifft, da ist man am komplett anderen Ende des Spektrums. Nur der BVB ist kaltschnäuziger vom gegnerischen Tor. Und genau darauf basiert Hütters Fußball. Man schnürt den Gegner nicht in der eigenen Hälfte ein und setzt ihn unter Dauerfeuer. Die Eintracht führt keinen Krieg mit dem Säbel, sondern mit dem Florett. Schnelle Ballgewinne im Mittelfeld und dann wird die Büffelherde losgelassen und es geht rasant nach vorne. Und diese Büffelherde, Luka Jovic, Ante Rebic und Sebastian Haller, sind eines der besten Offensivtrios der Welt. Nicht der Bundesliga, der ganzen gottverdammten Fußballwelt. Zumindest statistisch. Mbappé, Neymar und Cavani haben in Paris gemeinsam 29 Ligatore erzielt. Messi, Suarez und Coutinho bei Barca 22. Und die Eintracht-Büffel? 21. Mit dem Unterschied, dass Paris über 400 Millionen für die Offensive ausgegeben hat, Barca über 200 Millionen und die Eintracht 9,2. Nicht 92, 9,2 Millionen.
Dabei glänzt Ante Rebic inzwischen als ein Hybrid zwischen Spielmacher und hängender Spitze. Nicht mehr nur auf dem linken Flügel. Sebastian Haller ist immer anspielbar und für mich inzwischen einer der besten Zielspieler der Bundesliga. Ernsthaft, nennt mir bessere. Und Luka Jovic? Klassischer Knipser. Der macht die Dinger rein, wenn sie reingemacht werden müssen. Unter Niko Kovac sah man diese drei eigentlich fast nie zusammen, weil sie defensiv eben nicht genug beitragen können. Aber jetzt, wo sie immer zu dritt spielen, kann sie eigentlich niemand in der Bundesliga aufhalten. Und diese unbändige Offensivpower, die wird von den beiden Flügelverteidigern noch unterstützt. Auf der rechten Seite Danny da Costa, der in dieser Saison endlich den Schritt gemacht hat, den man sich seit Jahren von ihm erhofft hat. Der Junge ist unaufhaltsam. Und links, da ist Filip Kostic inzwischen gesetzt, als Außenverteidiger. Ja, der Filip Kostic, von dem man auch in Hamburger Zeiten gesagt hat, der Junge hat keinen Bock zu verteidigen, der hat keinen Bock sich reinzuhängen und hat einfach einen schlechten Ruf. Das alles ausradiert. Nichts davon trifft auf Filip Kostic bei Eintracht Frankfurt zu. Tja, und das war eigentlich auch schon der ganze Zauber. Eine gut strukturierte Defensive, ein gut organisiertes Mittelfeld und schnelle, überfallartige Angriffe mit herausragenden Einzelkönnern. Und fertig ist der Frankfurter Fußball 3000. Aber eine Sache muss noch erwähnt werden. Dieser Sog. Dieser unglaubliche Sog, den Fans und Mannschaft gemeinsam entfalten können, wenn es bei einem guten Club, einer guten Mannschaft mit tollen Fans alles funktioniert. Derzeit ist jedes Eintracht-Spiel ein Fest für die Fans. Auswärts oder zu Hause. Die Eintracht und die Fans gehen mit dem Selbstverständnis ins Stadion zu sagen, ey, wir werden hier ordentlich mitspielen können. Und dann ist auch die Euroleague keine Doppelbelastung mehr. Kein bisschen. Guckt euch die Spiele an, guckt euch die Spiele an. Wirkt irgendjemand müde? Diese Spiele sind ein Geschenk für die Fans und den Verein. Jeder freut sich auf die Euroleague. Genau das Gegenteil von dem, was letztes Jahr bei Köln passiert ist. Und ganz ehrlich, diese Eintracht-Saison sollte ein Beispiel für kleine Vereine sein, die sich für die Euroleague qualifizieren. Es muss nicht Doppelbelastung sein, es kann eben auch ein Geschenk sein. Und was dann entstehen kann, wenn alle Räder hintereinander greifen, das sehen wir dieses Jahr bei Eintracht Frankfurt. Und das war's für heute, Freunde. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr die Eintracht dieses Jahr findet. Wer sind die wichtigsten Spieler? Wo kann's hingehen? Alles in die Kommentare. Hier findet ihr unsere Top 10 von letzter Woche und hier immer die freshesten Daily News. Das war's von mir. Viel Spaß in der Länderspielpause.